Hallo. Hallöchen. Letzte Folge erfolgreich die Smeltery gebaut. Es war zu wenig Kupfer. Ja, zur kurzen Info, der Casting Base sind fast 9 Ingots. Das heißt, da wird gleich ein Block gegossen. Und wenn man das so macht wie der gute Lukas und es kommt zu wenig, dann passiert Folgendes. Es wird nicht voll, die Animation geht nicht durch und Es ist flüssig drin. Also man merkt, es ist schöne Animation, schön also flüssig. für Minecraft-Verhältnisse war ich echt überrascht, dass man solche Flussanimationen, sage ich jetzt mal, überhaupt so darstellen kann. Ja, es ist nicht schlecht, muss ich sagen. Sentaro Burn to Death, das ist sehr schön. Merk dir Eigentlich habe ich mir endlich, davon. dass du die Tür zumachst. So. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns da ein bisschen Werkzeug aus Eisen und dann ab in die Mine. Ja. Ja, gut, eine Spitzhacke reicht eigentlich. Ich hätte eigentlich nur gern noch eine. Also ich bin immer extrem, auch wenn ich die Ressourcen habe, ich bin extrem geizig mit dem, was ich so mache. Und ich habe kein Holz. Das ist nicht zufällig Holz noch. Nein. Okay, dann war es gut, dass ich mir gerade eine Axt gemacht habe. Sachen einmal nehmen wir mit Wasser, falls wir auf Lava stoßen. Nochmal abernten. Ups. Freue mich schon auf unsere ersten Maschinen. Die Frage ist natürlich, womit wollen wir starten? Also, ich habe eine gute Erfahrung gemacht mit Thermal Expansion, weil die Maschinen nicht so viel kosten wie jetzt Industrial Craft. Ich persönlich bin ein alter Industrial Craft Fan, weil das so meine erste Technik-Sache war und ich mich deswegen sehr damit beschäftigt habe. Aber natürlich, Thermal Expansion ist mir auch ein Begriff und ich denke mal, je nachdem, was wir denn machen wollen, ist das durchaus sinnvoll. Brauchst du Holz? Nö, ich hab nur geschaut, ob du noch ein bisschen Weed hast. Weed? Weed. Gut, zwei neue Chests. Wo bauen wir das Ding denn hin? Zack, zack. So da, also ich bin gerüstet, wir können aufbrechen. Okay, warte mal kurz. Ich will mein ganzes Holz, die Knochen, das Glas braucht man nicht. Gravel braucht man nicht, das braucht man nicht. Aber wir bräuchten Fackeln. Hast du noch? Ich hab Fackeln, warte mal. Oder Kohle? Kohle reicht eigentlich. Oder nein, ah, geht schon, geht schon. Okay. Merci. Bitte schön. Noch irgendwas wollte ich machen. Ah ja, genau, ein Schwert. So ein Eisenschwert. Mein Stein-Longsword ist zwar schon ganz nett. Das war falsch. Aber. Ja, wobei. Das Longsword macht 5 Attack Damage, das Eisenschwert. Egal. Sechs. Gibt ein Achievement. Monster Hunter. Time to kill. Okay, gut. So. Das noch rein Abmarsch. und dann würde ich sagen, let's get ready to rumble! Auf der Hohl. Der Big Dark Hole. Wo bist du hin? Okay, hallo. Irgendwie tut es mir weh, an Ressourcen einfach so vorbeizugehen, aber Apatit und Kohle brauchen wir momentan einfach nicht. Noch nicht, aber ich würde jetzt einfach mal alles mitnehmen, was wir finden. Ich habe noch immer kein, Finde du ich hast so. Zertusquarz übersehen. Zertus Quatsch, weiß nicht wo. In meinem Inventar. Weiß nicht, die Fluorite sind. Ich habe mit denen noch nicht früher angefangen. Ich habe sie zwar hin und wieder gesammelt, aber ich bin noch nicht drauf gekommen, für was das man braucht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wo bist du da? Ja, Hier. ich habe es mal im Wiki nachgeschaut. Das war irgendwas mit, hat auch was mit Traktoren zu tun, aber das war, hatten keinen sonderlich wichtigen Zweck, also von dem her. So, ich bin dort drüben gewesen. Oh, Kohle. Kohle ist immer schön.
Immer schön ausleuchten, dass uns hier nichts ins Genick springt, denn da vorne, glaube ich. Ah, hallo! Da ist ein Creeper. Ich hoffe, man hört einen Ingame-Sound. Wir müssen. Ich drehe mal ein bisschen lauter. Bam! Oh, Moment. Sekündchen. Ja, das Rauschen, das ihr momentan im Hintergrund hört, wir konnten noch nicht eruieren, woher es stammt. Es könnte sein, dass es durch Skype verursacht wird. Es ist zwar ärgerlich ein bisschen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so tragisch, also. Unter Mikrofon kann es auch nicht liegen, weil ich habe mal ein ziemlich nettes bestellt. Sagen wir so. Ja, in der Tat. Oh, ein Copper Ore Berry Bush. Ich höre ein Skelett. Dann kümmere dich drum. Wenn ich wüsste, wo. Ich will den Busch. Ah, da ist er. Geronimo! Woo! Oh. Und tschüss. Hat das jetzt hingehört, was ich machen wollte? Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, immer am besten einen Pile of Dirt bereit haben. Das kann im Zweifelsfall Leben retten. Nehme meistens Cobblestone oder sowas mit, weißt du, was man nicht braucht. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Einen Aluminium-Ore-Berry Bush. Ups. Ich höre 1000 Skelette. Haben wir hier einen Spawner? Ja, hoffentlich, da kann der Portal-Gun drin sein. Oh, okay. Das wäre natürlich sehr nice. Die hatte ich bis jetzt noch nicht. Und hier sind drei Copper-Ore-Berry Bush. Also, in meiner privaten Welt habe ich eine gesucht. Ich habe in einer Wüste drei Spawner gefunden. Oh. Ja. Und war keine drinnen. Also keine war drinnen. In die Kisten. Dann habe ich mir die Mühe gemacht, habe Wither-Skelett gefarmt. Damit ich die Köpfe für einen Wither-Boss habe, ne? Ja. Und dann fliege ich so in die Wüste, habe ich am vierten Spawner übersehen, mach auf und natürlich ist drin die Portal-Gun. Weil man braucht nämlich dann Netherstar. Oh, Gottes Willen. Oh, jemand stell dich ein. Macht's weiter, ich möchte das nicht stören. Nein, 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 nein. Oh, sexy time. Guten Tag. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, ich muss also doch zum Creeper zurück, das ist eher nicht so geil. Es macht mich sehr, sehr nervös, dass ich weiß, da hinten, hallo Fledermaus, dass da hinten ein Creeper lauert. Natürlich, La ja, die Lava. Es ist unmöglich. Unmöglich. Überall, wo ich hingehe, Lava, Monster, Tod, Verfall, Böses und. Dann merkst du, dass es deine eigene Stimme war. Ups, was war das jetzt für ein Leck? Was war das jetzt so laut aus meinem Mund? So, wo ist der Creeper hin? Mach mich nicht nervös. Ich hab Gänsehaut. Es ist unvorstellbar. Das Spiel, also ich bin kein Hosenscheißer, aber das Spiel macht einen total fertig. Am meisten fertig macht es einen ja dann, wenn man irgendwelche Ressourcen findet, die man unbedingt haben will, braucht, etc. Und dann draufkommt, oh, verdammt. Ja, vor allem wenn man dann in einen Creeper läuft, den man gerade Iridium-Ore gefunden hat. Oh ja, das wäre ein gutes Beispiel. So, wir drehen hier mal den Vor Wasen. allem das. Man findet es nur in Kisten. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch im Erdreich ist, aber das ist jetzt nicht wichtig. Das hört sich nicht gut an. Bumm. Das Problem hat Das sich habe ich erledigt. gehört. Das habe ich gehört! Du bist Terror! Oh, hallo! Also die Creeper gehen mich ein bisschen auf den Zeiger. Weg! Naja, ich habe schon einen Freitod Creeper. Ja, ein Freitod. Freitod, ja, aber. Achievement get, Monster Hunter. Oh, ich habe Led Ore gefunden. Autsch. Scheiß Büsche. Machen wir mal Busch ab. Oh Gott, irgendwoher 1000 Zombies. So, ist jetzt hier mal Ruhe mit den Creepern? Da drüben irgendwo. Was haben wir denn hier? Sulfur, Sulfur, was auch immer, Syphilis.
So, Lead ist übrigens auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Ressource, die man nicht unterschätzen sollte. Kämpfst du gerade gegen Monster? Nein. Und Gib Silber. die her oder auch. Ich hab Silber und ich hab Lead. Wenig verwunderlich, denn Silber und Blei liegen in dem Spiel immer nah beieinander. Gut, hier ist immer irgendein Zeug. Was ich persönlich ganz angenehm finde, ist Höhlen zu erkunden und dann die eben so auszuleuchten, dass man nicht ständig Gefahr läuft, von irgendwas niedergemetzelt zu werden. Das stimmt, ich habe meistens immer nur Panik, wenn ich jetzt schon Monster höre und ich sie nicht sehe. Die tun sich an irgendwas weh, aber an was? An deiner Anwesenheit. Eine riesige Höhle. Bist du da irgendwo in einer Höhle, wo ganz viel Lava und Wasser ist? Also Lava habe ich. Ich habe eine Auswahl an Monster A, aber keine Lava. Wasser habe ich, aber keine Lava. So. Okay, interessant. Dann werde ich mal schauen, ob ich da irgendwie runterkomme. Das sieht nämlich fast aus wie eine Schlucht. Silberohren, ist ja schön. Oh. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das ist sehr tödlich. Und das hier am Block In weggerannt. der Tat, ja. Tut das nicht. Da steht sogar im offiziellen Minecraft-Forum. Ich will da irgendwie runter, aber könnt ihr einfach mal rüber vorher. Scheiße Zombies. Now, you are dead. Bleib dead. Bleib tot. Also. Bleiben dead, bleib tot. Englisch für Bleib Anfänger. tot. Was haben die drauf? Da ist ziemlich viel Lava. Wie? Boah, was war das jetzt für Das ein ist das Skill? Essenceberry. Ah, Levelbush, wie cool. Ich laufe nicht grundlos an die Ressourcen vorbei, also flimmt's mir nicht. Und ich für meinen Teil Ich schaue ignoriere noch. viele Ressourcen einfach, weil man sie später ja eh entweder im Überfluss hat oder einfach nicht braucht. Was ist das da hinten? Das sieht irgendwie nicht aus wie Lava. Und ich habe schon festgestellt, dass ich das ganze Dorf mit einer Query entfernen werde. Oh, Lapis. Du bist aber ganz schön unfreundlich zu den netten Dorfbewohnern, die dich so bereitwillig in ihre Arme aufgenommen haben. Sind alles. Naja, in einer Hinsicht sind sie gut, aber wenn sie. Ja. Ja. Sie sind. Schauen sie an. Jedes Mal, wenn ich es anschaue, denke ich mal, sagen sie zu mir, erlöse uns von unserem Leid, bitte. Ah ja, so gehst du mit deinen Mitmenschen um. Ich verstehe. Nicht mit allen. Nur mit 99% der Weltbevölkerung. Nein, mit der restlichen Antwort sind verstehe ich mich. Oh, Cadmium-Ohr. Cadmium war, glaube ich, für nichts gut, oder? Ah, das ist ein Reaktorcraft. Ich glaube, da kann man einen Fusionsreaktor bauen. Ah, interessant. Fusionsreaktor klingt cool, aber das war, glaube ich, ein ziemliches High-End-Ding schon, oder? Kann das sein? Wenn mir nicht alles täuscht. Aber es reicht für den Anfang ein ganz normaler Reaktor. Oh, mir gehen die Fackeln langsam aus. Mir auch und nicht nur langsam, das war die letzte. Aber Ach, meine auch. die Ressourcenausbeute ist gerade nicht schlecht. Hast du Holz nur eingesteckt oder sowas? In der Tat, aber ich habe nur mehr 12 Fackeln, weil ich keine Kohle mehr dabei habe. Na, Kohle habe ich. Haha, die Kohle habe ich. Ja. Wenigstens im Spiel, ne? Wie fies. Wir könnten uns ja eh mal wieder zusammentreffen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir verlaufen uns hier. Also ich habe mich schon verlaufen. Muss ich zugeben. Ich eile. Das ist noch mit, das ist bisschen Aluminium. Ich gehe mal einfach zurück und schau mal, wo ich rauskomme. Die Frage ist, wo komme ich überhaupt her? Wer bist du? Und wie viele? Wann liegt hier Heu? Gott!
Klassik. Das Thema hatten wir schon in Banished. Ah, interessant. Ich möchte zwar noch auf die Oberfläche, habe ich gerade so eben beschlossen. Ich auch, aber... Wir haben ja noch 3 Minuten Zeit dafür. Ich sehe dein Namensschild vor mir, also es kann nicht mehr allzu lang dauern. Oh, ich bin fast an der Oberfläche. Ha. Hallo. So, wie ging's hier raus? Lauf! Ne. Lauf, stand auf! Du musst da nichts übersehen. Das kann man da drin liegen lassen. Wo geht's da raus? Na, da nicht. Wo es nicht hell ist. Oh, Alter! Schreck mich doch nicht so! Hallo! Wo zur Hölle geht's hier raus? Da drüben? Ich glaube nach oben. Oben ist mir eine schlechte Idee. Da oben vielleicht? Irgendwo? Ah, da wird's, glaube ich. Ich sehe Licht am Ende des. Ja, da oben geht's raus. Ach, wir sind ja von da gekommen. War, glaube ich, jetzt auch ein alternativer Ausgang, aber. Creeper! Ja, er geht raus. Das ist typisch. Also, ich habe Zombies und alles Mögliche und du hast deine Creeper. Auf die könnte ich gut und gern verzichten. Sonst haben wir Materialien, ne? Dann müssen wir mal Query aufstellen. Ziemlich große dann. Tu, was du nicht lassen kannst. Oh, ein Skelett, hallo. Schieß mir nicht ins Kreuz. Ein Schwein und Zombies. Auch viele Zombies. Oh, Creeper und Tod und Verderben. Ich höre ein leises Klopfen. Oh. Irgendwo nebenan. Wow. Ah. Ah, Baby-Zombies. Ich glaube, ich dir, hilf mir. Wo bist du? Da ist im Schneebiom. Da sind zwei kleine Babyzombies und die zerfisten mich drauf. Wo? Geh weg! Ja. Was? Blown das up by a Creeper. Ah ja. Okay, damit beenden wir die Folge. Okay, oh Spinne! Oh Gott! Spinne, Spinne, Spinne! Oh! Gott sei Dank. Also gut, ah, ich sehe deinen Schriftzug. Schon mal gut. Klar, Moment, ich hol euch schon mal Zeugs. Tu das. Ich glaube, ich bin da drüben verreckt. Auf deinem Dach ist eine Spinne. Ich glaube, die sind ja nicht am Tag nicht aggressiv, oder? Nee. Wo war das Schneebier am Dunkel? Wer klopft denn hier schon wieder so penetrant, Schnauze? Es ist Ruhestörung. Ich glaube, ich bin da drüben gestorben. Points gibt es immer? Wir haben keine Map, also glaube ich nein. Das Grab müsstest du ja eigentlich kennen. Ja, die Frage, ich bin panisch aus der Höhle gekommen, jetzt bin ich die Höhle. Ach da, da bin ich Epic-Bummel. Und der Creeper. Alter, ihr kleinen. Wo ist er hin? Wo bist du? Ich patze auch hin. Also dein Todesdurchschnitt steigt mit jeder Folge. Ich bin glaube ich zu riskant, ich hab kein Schwert mehr. Wo bist du? Sag mal wo du bist. Du dämliche Scheißpotzange weg. Oh, zwei Skelette, hallo. Au, na gut. Jetzt bin ich denn wenigstens los. Nochmal zwei Skelette, hallo. Warum brennt ihr nicht? Gut. Meine Items sind weg, aber die meisten Ärzte haben es sichergestellt. Das ist ja schon mal ein guter Durchschnitt. Gott, ist das doch löcher da. That's what she said. So, jetzt renne ich schnell zurück und dann hören wir auf. Alter. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Diva, Diva. Snickers? Hab ich sogar noch da. Ich auch. So. Ich geh mal die Spinne auf deinem Dach töten. Schöner Anbau übrigens. Okay. Habe ich noch gar nicht bewundert. Also, jetzt geht's gar nicht drauf mehr. Noch nicht. Das kommt alles. Alles klar. Okay, ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Ja, warte mal, ich komme kurz wir zu dir kuscheln. Hallo. Kuscheln. Was war das? Nee, das war Screenshot. Da war's. Da. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh Gott.
Geh weg. Möchtest du meine... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Einen schönen Abend. Ciao. Tschüss, arrivederci und goodbye.